Hallo Internet, hallo Sven, willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Proteus Let's Play. Proteus ist gestern überraschenderweise einen Tag vor dem eigentlichen Release im Early Access erschienen. Und jetzt bin ich gerade dabei, die erste mitgelieferte Kampagne von dieser Early Access Version durchzuspielen. Das hier ist reines Gameplay von mir mit ein bisschen Commentary hier und dort. Wenn ihr sehen wollt, wie ich den Early Access von Proteus durchspiele, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Hinterlasst mir ein Like, wenn euch das Video gefällt, wenn nicht, dann ein Dislike. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber ich ganz besonders. Ach, und by the way, bevor ich es vergesse, die Tage kommen wieder ein paar mehr Videos. Außerdem für die, die es nicht wissen, ich streame jeden Freitag, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr auf Twitch. Link ist unten in der Beschreibung. Schaut gerne mal rein, ich freue mich auf euch. Und jetzt viel Spaß mit dem Let's Play von Proteus. Schauen wir uns erstmal die Settings an. Controller, Graphics, V-Sync ist off, Target. Das ist alles noch eigentlich so eingestellt, wie ich es in der Demo auch hatte. Ist alles in Ordnung. Super. Gibt sogar die deutsche Sprache jetzt. Wir belassen es mal beim Englischen und starten eine neue Kampagne. The Kingdom Between, the War Between Dimensions is at a tipping point. As Proteus seeks flesh and bone for perfect order, the forces of chaos ravage this mortal plane. The weak cannot escape their fate. Let's do it. Wir spielen auf hart. Guck mal, was das Spiel uns bietet. Alter, endlich. So, jetzt lernt man hier erstmal die Steuerung. Null. Na, das ist noch das erste Level, was man aus der Demo kennt, ein bisschen. Ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Sehr geil, sehr atmosphärisch. Und da wollen wir hin. Frage ist jetzt nur wie. Den roten Knopf drücken. Oh, shoot. Jo, das war cool. Jo, das ist echt ein sehr cooler Anfang. Jo. Eine Falle. Es geht direkt ab. Oh, die Atmosphäre ist ultra brutal. Das ist echt schon mal sehr, sehr geil.
Das Game sieht einfach Weltklasse aus, der Look ist einfach zu geil. Allein diese Piste fühlt sich schon so geil an. Das Waffenfeedback ist mega geil. Die Ruhe vor dem Sturm gerade. Ich mag das Pacing gerade, wenn das alles so anfängt hier. Zeit, die Shotgun rauszuholen. Secret. Okay, rote Karte.
Alter, wie es abgeht. Alter, ist das fett. Checkpoint. Ich laufe hier nur gerade mal alles ab, um Games Fire, ohne Witz. Also die haben das von Doom 2016 total wieder eingefangen. Das, was mir eigentlich an Doom 2016 so gefallen hat, ist hier in dem Spiel wieder drin. Absolut. Extrem geil, extrem atmosphärisch, dark as fuck, der geile Metal Sound, das ist einfach awesome.
Yes. Interesting. Und da ist noch ein Gegner. Alter, das ist geil gemacht. Das ist geil gemacht. Cool, dass sie direkt noch so ein Voting-System drin haben. Dass man eben sagen kann, dass man die Map geil gefunden hat. Extrem gut. Extrem gut. Okay, da sind wir jetzt. Kann jetzt hier auswählen. Okay. Scientists built a special chamber to amplify the energy emanating from the rooms. Okay, let's do it.